Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns anhand von Beispielen an, wie du mit SQL und Joins Auswertungen machen kannst und auf was ihr achten solltet. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für den Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence und Data Warehousing anbieten zu können. Und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Der SQL Join ist ein grundlegendes, aber wichtiges Werkzeug, das von Datenanalysten verwendet wird, die mit relationalen Datenbanken schließlich arbeiten. Beim ersten Erlernen von SQL ist es üblich, mit Daten in einer einzelnen Tabelle zu arbeiten. In der Praxis hingegen enthalten Datenbanken im Allgemeinen Daten von mehr als einer Tabelle. Wenn wir mit diesen Daten arbeiten möchten, müssen wir mehrere Tabellen in einer Abfrage kombinieren. In diesem Tutorial zu SQL Joins sehen wir uns nun an, wie du Joins verwendest, um Daten aus mehreren Tabellen abzufragen. Sehen wir uns nun ein Beispiel an. Und zwar befinde ich mich nun am SQL Management Studio und habe dort eine Verbindung auf einen SQL Server, welche die AdventureWorks 2019 von Microsoft beinhaltet. Diese listet nun etliche Tabellen auf, anhand derer wir nun das Beispiel durchspielen. Wir verwenden für unser Praxisbeispiel nun jene Tabelle aller Artikel. Und zwar diese Tabelle beinhaltet nun über die Produkt-ID, den entsprechenden Artikel als Name und viele weitere beschreibende Elemente. Nun möchten wir diese Tabelle mit einer anderen Tabelle verknüpfen. Dazu bietet sich nun die Tabelle Produkt SAP Category an. Ein Blick auf diese Tabelle beinhaltet nun einen Schlüssel oder eine eindeutige Nummer, welche nun die einzelnen Produkte zusammenfasst. Wie hier zu sehen, ist nun eine Produktunterkategorie Mountainbikes und diese Produktkategorie-ID befindet sich nun auch in dieser Produkt-Subcategory-ID. Mit diesem eindeutigen Schlüssel kann ich nun beide Tabellen miteinander verknüpfen. Wie kann ich das nun im SQL-Befehl ausführen? Dazu wählen wir nun folgende Abfrage, wie sie bereits vorhanden ist, und erweitern diese nun mit einem Inner Join und wählen als nächstes die Tabelle aus, welche wir verknüpfen möchten, und zwar die Produkt Subcategory muss als nächstes nun diese beiden Tabellen zusammenführen. Dazu bietet sich an, die erste Tabelle mit einer Abkürzung zu nennen, zum Beispiel Prod, und die zweite Tabelle mit Product SAP. Nun werden diese beiden Tabellen miteinander verknüpft, und zwar mit einem On. Und darin selektiere ich nun die Subcategory und wähle das Gegenüber und zwar das entsprechende Subcategory-ID. Meine Selektion gibt nun sozusagen das Verbindungselement dieser beiden Tabellen an. Ich gebe nun als nächstes die Spalten heraus und lass alle verfügbaren Spalten anzeigen. Als Ergebnis erhalten wir nun die Schnittmenge dieser beiden Tabellen. Beispielsweise sehen wir nun die Produkt-ID 86 befindet sich in der Unterkategorie Roadframes. Wie ihr seht, könnt ihr damit diese beiden Tabellen miteinander verknüpfen und erhaltet die Schnittmenge.
Jetzt gibt es aber auch noch weitere Varianten, wie ich diese Tabellen miteinander verknüpfen kann. Beispielsweise möchte ich nur eine Seite dieser Tabelle ausgeben und alle, welche ein verknüpfendes Datenelement haben, anzeigen. Das wäre sozusagen der Left- oder Right-Join. Sehen wir uns das praktisch nun an. Ich wähle nun anstatt eines Inner-Joins einen Left-Join und erhalte als Ergebnis nun alle Produkte auf der sozusagen linken Seite und verknüpfe diese mit den existierenden Kategorien, welche in der Product Subcategory vorhanden sind. Wie sieht das nun aus? Ich erkenne nun, dass ich alle verfügbaren Datenelemente aus der Produkttabelle erhalte und nur jene sozusagen, wo sich auch eine Kategorie hinterlegt ist, diese werden auch angezeigt. Das ist der wesentliche Unterschied zum Inner Join. Beim Inner Join wird nur die Schnittmenge angezeigt, sozusagen alle Produkte, welche auch definitiv einer Subcategory zugeordnet sind. Wie hier zu sehen, gibt es auch viele, die nicht zugeordnet sind. Diese erhalten wir somit. Ich kann auch nun anstatt eines Left Joins auch einen Right Join machen. Das würde bedeuten, ich erhalte alle Subkategorien und nur jene, wo auch ein Produkt vorhanden ist. Im Detail sehen wir nun alle verfügbaren Subcategories und nur jene, welche ein verknüpfendes Produkt beinhalten. Als letzte Variante gibt es noch den sogenannten Cross-Join. Dieser SQL-Befehl führt eine Verknüpfung mit jedem Element eines anderen Elementes aus. Wir erhalten sozusagen das Kreuzprodukt. Wenn ich nun das ausführe, benötige ich auch keine Anzeige oder keine Verbindung dieser beiden Tabelle, sondern erhalte sozusagen nun über 18.000 Datensätze, weil nun jeder Artikel mit allen Kategorien verknüpft wird und angezeigt wird. Das bedeutet, ich erhalte nun beispielsweise Produkt 1 für die entsprechende Subcategory 1. Und wie ihr seht, wird das iterativ durchgeführt. Diese Variante wird weniger häufig eingesetzt. Am häufigsten sind die drei erstgenannten Verbindungen. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich versuche euch zu antworten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg.